Das ist immer geil. Hey, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Wer bist du, ihr kleine Dringer? Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Styrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Valkasseda wirkt durch meinen Hammer. Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Geh. Überbring das Geschenk. Oh, no!
mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein. In Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Bet uns Stärke bringt. Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Yeah!
zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Ivo Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt?
Einer von Kirtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird gut bewacht. Kirtwies Krieger. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Überblicke das Land, Freundin. Dieses Land unter Kirtwies Gewalt ist, leben wir wie die Jarls. Solange der Rabenclan lebt, wird das nicht geschehen. Wir kämpfen wie Berserker. Singendes Eisen, da findet ein Kampf statt. Ja.
Doug, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch... Noch ist es möglich, unsere Männer zu... Du Rampensau. Ich könnte auch den... Na? Oh. Geh. Hilf mir, sei meine Augen. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Hey Freya, was soll das? Aufmerksam bleiben. Sie wurde wohl verriegelt. Sollte versperrt sein. Tschüss, Atem. Was soll das? Moment! Im Dach sollte es eine Öffnung geben.
was du siehst. Wenn du so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig. Feigling! Nicht du! Leg dir. Du solltest auf. Aber. Du hast. Ich schick dich direkt zu Hel. Nie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Du niederer Abschaum! Dass sie bis zum bitteren Ende festhalten soll. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin. Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Los! Was? Oh, ja, natürlich. Danke. Wir kämpfen, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen.
Nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Götter, das wurde ja auch Zeit. Mehr Segel! Sondern rudern! Recht still, Eivor. Kein Haut über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit: Ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kirtwis Männer. Sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Weniger Segel! Segel nieder! Segel hissen! Beute, verschwinden! Sieh mal nach. Was siehst du? Wir können das. Ist das Segel? Segel reffen!
Segel hoch! Segel nieder! Segel! An den Wind! Schildvieh wird uns jagen, rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Björn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt. Würde er sagen. Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Haltet hier! Sieh an! Der Meerer der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halt. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd, ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee, nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten.
Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen.
geschlossen aus. Willkommen zu Hause. Eivor, hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert. Das zählt nicht. Du brauchst... Hallo, Eivor. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einst... Du lehrt... Wie? Lass uns... Es zählt nicht so... Unterweist du mit... Der Stieg... Dann sag... Ein Altschlag gewinnt vor... Einer noch als voll... Als voll... Du... Ich... Es nicht... Vielleicht wird... Deine Klingen schärfen? Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar. Bei Thors Donnerschlag. Ist das die Axt? Ich habe die Klinge. Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Bist du sicher? Die Noni. Das sollte reichen. Noch etwas? Brauchst du sonst noch etwas? Das wäre erstmal alles. Komm. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hinein. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen. Dick. Tova, tausch die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Komm zurück!
weiter unterhalten. Na gut, Tekla, ich trinke dich unter den Tisch. Hallo, Tekla. Was? Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Zeig mir, was vor uns liegt. Swain. Ein. Sonst noch etwas? Lass mich mal sehen. Wie du willst. Sonst noch etwas? Bis später, Swain. Gut. Strecke deine Flügel, Sünen. Noch niemandem geschadet. Ah, Erlück. Diesmal muss. Hey. Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Bring mir. Yeah.
Balka? Schweig. Ich versuche die Lieder der Swala. Sie lobt euch zu. Sie dank. Ich geht es. Ihr Verstand ist wirr. Ich. Beschreibe sie mir. Nach Siebewein wollt. Es wird. Was brennend ist. Trink, wenn du wach. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Harvey! 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 Wandle ich unter den Toten? Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Was geschieht hier? Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Sigurd! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel, einem Wolf hinterher. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er... Du trägst das Mal... Ich mehr weiß ich. Das hat dann erschienen. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor. Schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das kann nicht stimmen. Ich. Die Nornir. Nein! Du wirst. Odin. Oh.
Was siehst du, alte Freundin?